sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich um etwas Ruhe bitten darf, damit man uns versteht. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch Dr. Ruhe. Liebe Landsleute, ich darf Sie im Namen der Heimatortsgemeinschaft St. Anna zu unserem heutigen Kulturabend recht herzlich begrüßen. Lauke! Ich danke Ihnen, dass Sie den Weg gefunden haben hierher und bin froh, dass Sie alle gekommen sind. Einen besonderen Gruß möchte ich unserem stellvertretenden Vorsitzenden der Landsmannschaft der Banater Schwaben in der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Krier, anbieten. Begrüßen möchte ich aber auch den Vorsitzenden des Hilfswerks der Banater Schwaben, unseren Herrn Helmut Schneider, den alle wissen, dass wir ihm den heutigen Tag zu verdanken haben. Recht herzlichen Dank, Herr Schneider. Unser Kulturreferent, Herr Konchitzki, steht neben mir, wird Sie nun über das heute abendliche Programm führen. Ich danke ihm dafür, dass er diesen Part übernommen hat. Liebe Landsleute aus St. Anna, wir sind hier zusammengekommen zu einem Gemeinschaftsabend, zu einem Heimatabend, zu einem Abend der Begegnung. Der Begegnung der St. Annerer. Wir, die wir hier begrüßt wurden, sind eigentlich Außenstehende. Dieses Fest gilt diesem Dorf und seinen Bewohnern, euch, den St. Annern. Und dieser Abend ist ein Abend, der uns allen gehört, mit Kulturveranstaltungen, die in diesem Landstrich, im Banat, auch wenn das über die Marosch hinausgeht, St. Anna, aus diesem Banat stammen. Schon der erste Marsch, das erste Stück, ist ein Stück Identifikation, etwas, was über uns auszusagen vermag. Arad an der Marosch hieß dieser Marsch unter der Leitung der Kapelle, der St. Annerer Kapelle, unter der Leitung von Hans Reinholz. Ihnen! Ich muss euch nicht sagen, wer Hans Reinholz ist und schon lange nicht, wer oder was die Kapelle der St. Annerer ist. Jahrelang hat diese Kapelle die Bewohner dieses Dorfes durch den Lauf des Jahres begleitet. Durch die Stunden des Frohsinns, der Brauchtumsfeste, aber auch an jenen Tagen der Besinnung, wenn ein Mitglied dieser Ortsgemeinschaft hier im Dorf für immer aus der Mitte der Bewohner geschieden ist. Gestern Abend war diese Kapelle dabei. Dabei, als die gesamte Ortsgemeinschaft von hier und aus Deutschland ihrer Ahnen gedacht hat, in einer eindrucksvollen Feier auf dem Friedhof. 20.000, vielleicht 30.000 Menschen ruhen auf diesem Friedhof. Und ich habe gehört, als eine Frau ihrer nebenstehenden Landsfrau gesagt hat, die Kapelle ist da. Ich meine, es ist sehr schwer, von außen zu ermessen, was es heißt, dass wir im Banat heute keine einzige schwäbische Blaskapelle mehr haben. Das ist bitter, das ist traurig, aber dass wir heute da sind, sagt aus,
dass wir zusammengehören und dass wir in den Augenblicken, wenn es gilt, zu sagen, wir gehören zusammen, auch eine Kapelle aus Deutschland dabei ist. Die Landsmannschaft der Banater Schwaben, unterstützt vom Hilfswerk der Banater Schwaben, hat die Gegebenheit geschaffen, dass eine Kapelle, und zwar eure Kapelle, und dass eine Singgruppe, eure Singgruppe, die St. Anna, heute dieses Fest der Erbauung, dieses Fest der Erinnerung und dieses Fest des Ausblicks, wenn wir an die alten Menschen denken, gestaltet haben. Und wenn wir in unserem Programm Punkte aufgenommen haben, die etwas über uns aussagen, so ist es auch der nächste. In einem Schwabendörfchen. Bravo. Schwabendörfchen, es ist eines unserer größten Dörfer, St. Anna. Über 8000 Menschen deutscher Muttersprache lebten einmal hier. Heute sind es weit weniger. Aber es sind sehr viele hierher gekommen, um all jener zu gedenken, die dieses Dorf geschaffen, die dieses Dorf weiterentwickelt, getragen haben. Ihnen wurde gestern Abend im Friedhof gedacht. Und ein Gedenken, so heißt das Gedicht von Oskar Leitziffer, der zu diesem Anlass der 250-Jahr-Feier Worte gefunden hat, die den Weg zu Ihnen finden werden.
aber des Gedenkens. Gedenken. Ich stehe draußen im Winde und suche Schutz für meine Kerze. Ein Licht für die Gerechten. Ihrer ich gedenken will und bange sie leuchte bloß so lange, ich aller meiner Ahnen gedenke. Großgemeinde, macht blendend alles. All dieser will auch der folgende Beitrag des Vorsitzenden der HOG, der Heimatortsgemeinschaft St. Anna, gedenken all jener, die dieses Dorf geschaffen haben. HOG-Vorsitzender Gregonowitz wird durch die Geschichte dieses Dorfes, dieses großen Dorfes, dieses Marktfleckens in Worten umfassen. Liebe Gäste, liebe Landsleute, als Vorsitzender der Heimatortgemeinschaft St. Anna ist es mir ein Bedürfnis, einige Gedanken bei der Fertigstellung des alten Heimes anzusprechen. Dies umso mehr, weil ich hier in diese Gemeinde meine Erinnerungen wurzel, weil hier meine Wiege stand und ich hier glückliche Kinder- und Jugendjahre verbracht habe, weil in dieser Erde meine geliebten Eltern ihre letzte Ruhe gefunden haben. All dies sind Gegebenheiten, die ich auf keinen Fall preisgeben möchte. Das Dorf St. Anna, am Rande der Donau-Theiss-Ebene gelegen, war ein Bauerndorf, das von ihren fleißigen Bewohnern vor 250 Jahren angelegt, geprägt und zur Blüte gebracht wurde. Die Geschichte bezeugt, dass die Anfangsjahre der Ahnen auch ein Übermaß an Not, Hunger, an Kriegen und deren Folgen, an Krankheit und Seuchen gebracht hat. Nur wenige Generationen war es vergönnt, die Frucht ihres Fleißes und der Arbeit, den Segen ihrer Mühe, das Glück erleben zu dürfen. Deshalb ist es angebracht, hier und jetzt, bei diesem Anlass, über unsere Vergangenheit, das heißt, über unsere Geschichte nachzudenken und einige Gedanken in Erinnerung zu rufen. Nach der Vertreibung der Türken im 18. Jahrhundert war dieses Land verwüstet und menschenleer. Um es wieder als brauchbare Landschaft dem Reich eingliedern, wurde es besiedelt. Neben anderen Nationen kamen auch deutsche Siedler in drei sogenannten Schwadenzüge in dieses Land und haben in harter Arbeit und Gottvertrauen diese neue Landschaft geschaffen. Unser Schwabendichter Adam Müller-Guttenbrunn hat es in Versform folgend zum Ausdruck gebracht. Er hat gedient in Prinz Eugens Heeren, vertrieb den Feind, der hier im Land gehaust. Dein eigener König rief ihn einst in Ehren, pflüg mir den Boden, wackre Schwabenfaust. Aus einer Wüste wurde ein blühen Eden, aus Sümpfen hob sich eine neue Welt. Und diese Welt, dieser neue Landstrich, wurde in verhältnismäßig kurzer Zeit zur Kornkammer Mitteleuropas. Bananenerzeugnisse waren geschätzt und gefragt in ganz Europa, ja sogar in der neuen Welt. Diese Errungenschaften waren aller hier wohnenden Nationen zu verdanken. Neben diesen wirtschaftlichen Leistungen darf ich kurz an das bäuerliche Leben erinnern, an unser Kulturerbe, an Sitten und Brauchtum. Erinnern wir uns an ein Gemeinwerk, das uns zu einer Gemeinschaft geformt hat, die bis zum Zweiten Weltkrieg auch schwerste Zeiten überdauert hat. In dieser bäuerlichen Gemeinschaft hat die kleinste Zelle, die Familie, einen festen Platz eingenommen.
Sie war Hort und Geborgenheit für jedes Mitglied. In ihr fand die Erziehung der Kleinen in Ehrfurcht und Gottvertrauen, in Achtung vor der älteren Generation statt. Hier wurde für das tägliche Brot gesorgt und hier fühlten sich alte Menschen noch gebraucht und versorgt. Wer denkt nicht gerne an die Nachbarschaft, die gerade in St. Anna mehr als anderswo gepflegt wurde, die auch schwere Tage, auch in schweren Tagen zusammenhielt. Nicht Egoismus, nicht Missgunst und Neid hat hier geherrscht, sondern Hilfsbereitschaft und geselliges Beisammensein war die Maxime für das Miteinander. Wer denkt nicht gerne an unsere Kirchweihfeste, wo die Kirchweihpaare in ihren wunderschönen weiß-schwarzen Trachten und geschmückten Hüten der Jugend zur Kirche gingen. Hier in St. Anna war die Kirche der gemeinsame Mittelpunkt der Gemeinschaft, wo religiöses Leben gepflegt und gelebt wurde, wo Menschen immer Trost und neue Hoffnung schöpfen konnten. Das Banat war immer eine Vielvölkerlandschaft, wo verschiedene Nationen in gutem Einvernehmen miteinander gelebt und ihr Schicksal Gemeinschaft getragen haben. Dies war in St. Anna nicht anders. Meine lieben, sehr verehrten Damen und Herren, die Weltgeschichte hat unseren St. Anna und allen anderen Banater Landsleuten eine schwere Bürde auferlegt. Viele junge Menschen auf den Schlachtfeldern beider Weltkriege Blutzoll geopfert, viele alte Eltern sind verbittert, allein zurückgeblieben. 351 Soldaten sind im Zweiten Weltkrieg gefallen oder vermisst aus St. Anna zurückgeblieben. Für einen Krieg, den sie nicht verschuldet und nicht gewollt haben. Aber auch die Folgen dieses Krieges muss ich hier ansprechen. Es folgte die Deportation der Mädchen und Jungen, der Frauen und Männer nach Russland, nur weil sie Deutsche waren. In dem Buch Die Donauschwaben, deutsche Siedlung in Osteuropa, herausgegeben von Innenministerium Baden-Württembergs, heißt es: 1. Die Konferenz von Jalta behandelte am 14. Februar 1945 die Frage der Reparationen für die UdSSR. Nach den Unterlagen des Deutschen Roten Kreuzes sind etwa 874.000 Zivilpersonen zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt worden. Von diesen Zwangsarbeiten starben insgesamt 45%. Zu dieser Zahl der Deportierten gehörten auch St. Anna Landsleute. Denken wir noch an die vergitterten Viehwaggons, die hier in St. Anna auf dem Bahnhof standen, wo Menschen wie Vieh verladen und abtransportiert wurden. Denken wir noch an die 275 Menschen, die diese Reise mit dem Tod bezahlen mussten und in russischer Erde begraben sind. Denken wir an die körperlichen und seelischen Schäden, mit denen heute noch viele Überlebenden leben müssen. Die Frage stellt sich, warum? Ich glaube, niemand kann eine befriedigende Antwort darauf geben. Die Politiker und die Weltöffentlichkeit hat zu diesem Unrecht geschwiegen oder haben sie es gewollt? Unsere Häuser hier in St. Anna, unsere Straßen und unser Bahnhof könnten stumme Zeugen sein von herzzerreißenden Szenen des Abschieds, vom Kindergeschrei und menschlicher Not. Für manchen war es ein Abschied für immer. Nur der kann erfüllen, der selbst in dieser Situation war. Sie allen mussten Tribut zollen für einen Krieg, den sie nicht verschuldet und nicht gewollt haben. Während dieser Zeit folgte in der Heimat die Enteignung der Häuser, der Felder und der Produktionsmittel, was zur Folge der Zerstörung der freien Wirtschaft hatte. Unsere Bauern, deren Väter und Großväter für diesen Bauernhof gearbeitet haben, wurden Knechte auf ihren eigenen Schollen. Als Ausbeuter abgestempelt, haben sie Schmachworte und oft Hohn ertragen müssen, nur weil sie für dieses freie Bauerntum gearbeitet haben. Gottlob hat dieses unmenschliche System ein Ende gefunden. Leider zu spät. Denn viele unserer Landsleute haben dem einst geliebten Dorf den Rücken gekehrt und sind notgedrungen in das Land ihrer Armen zurückgekehrt.
Durch Fleiß und Ausdauer haben Sie in der neuen Umgebung Achtung und Anerkennung gefunden und sind loyale Bürger Ihrer neuen Heimat geworden. In unserer Mitte waren heute auch Vertreter der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb darf ich hier Ihnen danken, dass Sie die Einbürger und unsere Landsleute unterstützt und voll zum Tragen gebracht haben. Eines hätte ich Ihnen allerdings gerne noch gesagt. Sie sollen widerstehen dem Versuch einiger Politiker in der Bundesrepublik, uns Aussiedler in den Topf mit den Asylanten zu werfen. Was anderen in 250 Jahren nicht gelungen ist, sollte heute nicht verändert werden. Wir waren, sind und wollen auch für die Zukunft Deutsche bleiben und gemeinsam für ein Europa in Frieden und Freiheit arbeiten. In unserem Dorf gibt es noch deutsche Menschen, die in ihrer geliebten Heimat bleiben wollen und werden. Sie gehören auch weiterhin zu unserer großen Familie in der St. Anna. Wir wollen und werden sie trotz ihrer freien Entscheidung, hier zu bleiben, nicht vergessen. Wir kennen die wirtschaftliche und auch die menschliche Situation der hier Lebenden. Sie weiterhin zu unterstützen, wird in der nächsten Zeit eine edle Aufgabe sowohl der Bundesregierung, der Landsmannschaft der Banater Schwaben, der karitativen Verbände und Organisationen und jedem einzelnen St. Anna sein. Ganz gleich, wo er sich befindet. Es gilt, die menschlichen Verbindungen zu halten und Not wo immer zu lindern. Liebe Landsleute, mit Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland ist es gelungen, ein Altenheim für unsere St. Anna-Leute zu erstellen. Hier können 42 alte Menschen ihre Tage menschenwürdig verbringen. Ich glaube, gerade dieses historische Haus, das sogenannte Urberialhaus, wie es in St. Anna heißt, ist der geeignete Platz für dieses Heim. Einst wurden in diesem Haus für Erfüllung der Agrarverfassung der Gemeinde für Rechte und Pflichten als legitimierte Menschenrechte gesorgt. Heute ist es ein Altenheim, in dem Menschen menschenwürdige Tage verbringen dürfen. So schließt sich der Kreis dieses Hauses. Ich glaube, als Sohn dieser Gemeinde steht es mir zu, den Politikern der Bundesrepublik Deutschland, der Landsmannschaft der Banater Schwaben mit ihrem Vorsitzenden Herrn Jakob Laub, dem Hilfswerk der Banater Schwaben und dessen Vorsitzenden Herrn Helmut Schneider zu danken. Sehr geehrter Herr Schneider, wir sind sehr froh darüber, dass Sie bei unserem Gespräch vor mehr als 2 Jahren sich für St. Anna entschieden haben und wir Ihnen für dieses Heim das nötige Objekt zur Verfügung stellen konnten. Recht herzlichen Dank dafür. Ein Dankeschön aber auch unserem Architekten, Herrn Ludwig Reitnagel. Herr Reitnagel hat für uns die ersten Pläne zum Umbau dieses Hauses geliefert. Und anhand dieser Probleme können wir heute sehen, was daraus entstanden ist. Und nicht zuletzt möchte ich danken unserem Anton Schauer. Mit seiner Arbeitskolonne, die in ganz kurzer Zeit dieses Haus erstellt und geschaffen haben. Mit Fleiß, und Elan und oft auch mit etwas Druck seitens von unserem Herrn Schauer musste vieles geleistet werden. Es wurde nicht nach der Stunde der Arbeitszeit gefragt, sondern nur nach dem Ziel der Fertigstellung. Das Ziel war gegeben. Wir sind alle froh darüber, dass wir diesen Termin halten konnten. Und dieser Tag ist heute der gegebene. Wir sind dabei, die Geschichte unseres Heimatdorfes neu zu fassen. Sicherlich wird diese Errungenschaft
in dieser Geschichte ihren Platz finden. In dieser Zeit, liebe Landsleute, ist in St. Anna Erntezeit. Getreide wird eingefahren und soll das Brot für ein Jahr sichern. So war es bei unseren Ahnen und so wird es auch in Zukunft bleiben. Damit will ich meine Gedanken schließen mit einem Erntelied von unserem Heimatdichter Josef Gabriel dem Älteren. O segne Herr, du diese Gabe, die deine Güte uns verlieh, dass jeder sich daran nähere Labe Entlohnung hat für Sorg und Mühe. Und wenn der Kranz mit goldenen Ehren als Zier wie in der Stube schaut, so soll sein Anblick uns belohnen, dass schaffend wir auf Gott vertrauen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als Schlussfolgerung dieser Ausführungen möchte ich einen Spruch, der in einem Kirchturm in einem deutschen Dorf im Südosten Europas steht, schließen. Er sagt, wer wir sind und wie wir sind. Nicht mit dem Schwerte, mit der Pflugschar erobert, Kinder des Friedens, Helden der Arbeit. Dieser Spruch deckt sich beinahe mit der Tafel, die heute in der Kirche von St. Anna enthüllt wurde. Helden der Arbeit. Wir vermeinen hier einen Satz aus der Schwabenpetition von Bogarosz 1849 zu hören. Arbeit nur war unser Element, schrieben da 2 Dutzend Dörfer an ihren Kaiser. Und das war so viele, viele Generationen lang. Über diese Zeit, über diese Generationen wird berichtet. Wird berichtet von unseren Eltern, von unseren Großeltern, die unsere nächsten Ahnen sind. Wer ist denn hier im Saal, der seine nächsten Ahnen kennt? 8 Großmütter und 8 Urgroßmütter und Urgroßväter per Namen. Es werden wenige sein und doch, das sind überblickbare Ahnen, Vorfahren in unserem Leben. Wenn Opa erzählt von zu Haus, das ist der nächste Titel in unserem Programm und das ist auch das, worauf wir hinweisen wollen. Erzählen wir unserer jungen Generation, unseren jüngsten Generationen, wie es war damals zu Hause. Thank you.
Liebe Sankt Anna, wenn ihr eure Musik hier hört, meint ihr sicher, es ist wie gestern, es ist wie vorgestern oder vor 2 Jahren, als diese Kapelle hier noch zu Hause war. Es ist auch so, dass diese Kapelle Ihnen gehört. Nur es ist was ganz anderes. Die Mitglieder dieser Kapelle wohnen heute hunderte Kilometer voneinander entfernt. Und dennoch sind sie heute hier ganz selbstverständlich ein Stück Sankt Anna. Das ist nicht wenig. Man muss das wollen, dass man hier auf dieser Bühne heute Abend steht. Hans Reinhold, wir danken dir, dass du sie zusammengebracht hast. Wir haben als Studenten viel über unsere Dörfer, über unser Banat gesprochen. Ich glaube, als Musiklehrer ist das nicht so selbstverständlich, dass man Menschen zusammenführt, dass man Menschen über 1000 Kilometer zurückführt in den Ort, aus denen sie ausgezogen sind. Wir sind nun da und wir freuen uns. Es ist allerdings in dieser Freude auch manche Träne in diesen Tagen geflossen. Vor allem aus der Sicht derer, die hier noch zu Hause sind. Peter Jung hat das Fortsein von Ortsbewohnern in eindrucksvolle Worte gefasst. Ich könnte weinen wie ein Kind, seit meine Lieben ferne sind, auf fremden Straßen wandern von einem Ort zum anderen. Ich bin an Leib und Seele krank, begehre weder Speis noch Trank, seit meiner Heimat Glocken nicht mehr wie einst frohlocken. Noch lodert hell des Sommers Glut, erfüllt die Welt des Lichtes Flut, mich können sie nicht freuen, nicht meinen Gram zerstreuen, seit meine Liebsten ferne sind, auf fremden Straßen wandern von einem Ort zum anderen. Ich könnte weinen wie ein Kind, seit meine Liebsten ferne sind. Heute sind wir beieinander. Unser nächstes Stück, Teichenblaue Augen. Blaue Augen. Blaue Augen. Thank you.
Kindertanz in St. Anna der Tracht, dieses Stück, auch ein Stück, das hier im Ort beliebt war, ein Stück unserer Überlieferung, mein liebes Dorf. Eins, zwei, drei. Spätestens bei diesem Trio, da ich gesehen habe, dass die Leute zu schunkeln begonnen haben, müssen wir es sagen, wir versprechen Ihnen, dass wir diese Kapelle morgen oder übermorgen, wenn wir nach Deutschland zurückkehren, hier in St. Anna lassen. Nicht für immer, aber für 8 Tage. Und das reicht aus, dass Ihre 250-jährige Kirwei am nächsten Sonntag würdevoll gefeiert werden kann mit der Blasmusik aus St. Anna, die sich nun im ersten Teil verabschiedet, im zweiten Teil aber wiederkommt. Applaus